Auf dem Olma-Areal entsteht Grosses. Fleissig wird gebaggert und geschaufelt, mit dem Ziel, eine einzigartige Messehalle zu bauen. Läuft alles nach Bauplan, sollten die Türen schon im Jahr 2023 öffnen. Dabei beim XXL-Projekt ist auch der Architekt Marcel Sander. In die Baupläne hat er viel Fleiss und Herzensblut gesteckt. Es ist ein recht spezielles Projekt, weil quasi, wie man hier aussen dann sieht, eigentlich die Landreserven nicht wirklich da sind. Und man hat sich entschieden, die Autobahn zu überdecken und auf dieser Autobahnüberdeckung eine neue Olma-Halle zu machen. Mit dem Umfang von rund 1,5 Fußballfelder wird der Rekord der grössten Messehalle in St. Gallen geknackt. Primär wird sie für die drei Hauptmessen Olma, Offa und Tier und Technik erbaut. Trotzdem sollte aber auch im restlichen Jahr immer etwas laufen. Unsere Halle soll aber nachher auch flexibel genug sein, um können, sage ich jetzt, eine Bandbreite abdecken von mal einem Sportevent bis zu Aktionärsversammlungen von Grossbanken oder so Sachen. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Der Ausführungsprojektleiter Severin Dubacher freut sich auf den Tag X, wo die Halle endlich eröffnen kann. Das gesamte Projekt hat nämlich auch einige Herausforderungen mit sich gebracht. Der Schwerpunkt drin ist, dass wir zwei verschiedene Phasen haben. Wir haben einmal die Ausführungsphase vom Tiefbau und wir haben einmal eigentlich das Bauprojekt, das wir jetzt abgegeben haben, vom Hochbau. Das Problem ist, dass wir eigentlich die zwei Schnittstellen unter einen Hut bringen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro sind wir eigentlich im Moment wirklich so weit, dass man sagen kann, es funktioniert, es klappt und wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn es weiterhin so vorwärts geht, findet Olma 2023 schon hoch in der Luft statt.